Ja, hallo zusammen zu einem der ersten Vorträge hier bei der COSIM 2013. Und ich erzähle euch da ein bisschen über meine eigenen Gebastelten, die ich hier zuhause gemacht habe. Und ja, vielleicht einmal ein bisschen zum Anfang, was hat mich da eigentlich dazu ein bisschen so antrieben, so komplett Computerumgebung zuhause zu bauen? Also wenn jemand jetzt irgendwie Home Automation erwartet, leider nein, sorry. Ich habe nämlich bei mir zuhause so richtig schöne Cloud-Computer-Virtualisierungsumgebung, halt, wie es damals und heute halt so geheissen hat, aufbauen. Es ist halt auch schon eine ältere Geschichte, die ich gezügelt habe und umgebaut habe und weiss gut, was alles damit gemacht habe. Und ursprünglich, hat das Ganze ein bisschen angefangen mit diesen Riesenteilen hier. Also ich habe damals die Lehre gemacht in der Versicherung hier in der Schweiz und habe dann irgendwann während der Lehre halt einmal die Verantwortung für den VMware-Teil von dieser Versicherung übernommen gehabt. Und da haben wir halt so richtig schöne, grosse 4 Höheneinheiten Virtualisierungsserver eingebaut mit so 512 GB RAM für vor 8-9 Jahren schon, wo irgendwie so der Preis von einem Kleinwagen gsi sind damals, so die ganzen Server. Und so irgendwie 4 bis 8 von denen. Und da habe ich mir dann halt gedacht, oh, das ganze Zeug, das ist eigentlich noch richtig lustig. Ich mache das mal mit Consumer Hardware bei mir zuhause. Das war etwa vor so 8 Jahren so damals. Jetzt mal mein erstes, ich nenne es heute mal Brotlab. Das ist noch nicht ein fertiger Toast, das ist einfach ein normales Brot, noch nicht richtig ausgekocht. Und haben wir damals 2 topmoderne Sandy Bridge Prozessoren gekauft. Also das ist so Generation 2 von einem i5. 4 Cores und so 16 GB RAM, so das Maximum, was man damals auch können, irgendwann mit in einen Consumer-Rechner einbauen. Und dann so ein schönes Synology NAS mit so 10x1 TB, 10 TB, später weiter auf 30 rauf. Leider gibt es das nicht mehr, das hat so ein bisschen seine Probleme gehabt. So Synology und Qualität, für die, die sich das einmal auch ein bisschen angetan haben. Und so einen kleinen Shuttle Mini-PC, so nach dem Motto, ja, wenn die ganze Umgebung ausfällt, habe ich wenigstens ein kleines Dingel, dann kann ich es wieder schnell starten. Ich habe dann gedacht, ich möchte das mal auf OWIRT. Damals war das noch Java-basierend. So an den ersten Tagen OWIRT. Oh, wir haben jetzt alles in Java gemacht. Java war noch super damals. Nicht. Und ja, Java hat halt irgendwie so an die fast 10 GB Memory an sich selber gefressen. Also, man hat dann amigs schön können so wird im Webinterface anklicken und dann hast du dann mal 15 Minuten können warten, bis es wieder gerendert hat und dann hast du dann wieder weiterklicken können. Darauf aber habe ich dann so wird oben abgeschmissen. Mehr schlecht als recht. Und bin schlussendlich mit LibWirt gelandet, halt auch damals mit entsprechenden Limitationen, so RAM allozieren und es gibt aus was alles. So, muss ich eigentlich. Nein. Mit der Taste. Und dann ist einmal die Geschichte gekommen. So, und, nein, es ist, schlussendlich habe ich dann einfach mal gemerkt, jetzt muss ich mal wieder etwas Neues lernen. Und ich bin dann mal die ganze Geschichte von dem System D nachgegangen. Von was kommt das eigentlich? Was ist das für ein Konzept jetzt ein neues? Ich habe ja immer Init-Skripts gehabt und jetzt haben wir so Sachen definiert und standardisiert. Ich bin dann recht schnell herausgefunden, dass die originale Geschichte schon von Sun Microsystems war. Das ist eine lustige Geschichte. Ich bin nämlich mal mit dem Netzwerker zusammengekommen von uns. Da haben wir ein bisschen darüber geredet. Und er so, ja, das habe ich vor ein paar Jahren auch schon gehört. Das habe ich Sun Microsystems nämlich auch schon mit ihrem SMF da gemacht. Das sei schon produktiv und so. Das sei auch cool gewesen. Dann habe ich gedacht, das Ding muss ich halt auch mal ausprobieren. Ich bin dann eigentlich damals auf schöne Zones und die Lumos gekommen. Und ja, das ist halt eine recht coole Sache mit dem Zeug, weil das hast du wirklich dynamisch alloziertes RAM. Also du hast keine RAM-Reservierungen mehr wie bei VM. Das ist VM, was du auf Systemebene machst.
also Betriebssystem, also das ist der gleiche Kernel wie bei einem Docker-Container, hast einfach andere Betriebssystem-Userlands drin. Du kannst auch ein Linux-Userland drin tun mittlerweile, du kannst auch irgendwelche andere Sachen emulieren, wenn du den Kernel drüber dafür schreibst. Eigentlich recht gäbig, und dann hat es natürlich richtig plötzlich mal auf diesen Maschinen wieder Platz gehabt. Weil jetzt kann ich sagen, ah, oh, jetzt habe ich die 1 GB, die ich für das habe reservieren musste, wo jetzt alles leer war, kann ich wieder frei brauchen für anderes Zeugs. Und dann habe ich plötzlich viel mehr Sachen auf das Zeug drauf tun. Und dann hat es langsam wieder Spass gemacht. Und vor allem das Coole ist, es ist auch mit dem Paketmanager integriert. Das heisst, wenn ich auf dem Haus sage, Update, dann updates mir gerade alle Zonen mit. Von dem her recht sorgenfrei, recht cool. Und sie haben halt auch im Vergleich zum KVM, also es hat auch den KVM auf meinem Lumos, aber eine recht alte Version. Schlicht und einfach, weil ja, es hat sich auch ein bisschen herausgestellt, die KVM-Leute, die basteln noch recht viel an ihrem Code rum. Und du hast irgendwie so eine Git-History von mehreren hundert Commits am Tag. Und wenn du das musst maintainen als Part, und dann haben sie den ganzen komplett neu geschrieben, wo du dann irgendwie 1000 Commits pro Tag neu hast. Und dann haben dann unsere Leute bei Lumos gesagt, so, ja, nein, auch eher weniger. Mittlerweile haben wir ja Beehive von den FreeBSD-Lern, wo das massiv besser ist, auch von Code-Qualität etc. Von dem her gibt es da viel weniger zu tun. Aber ja, KVM ist nie so wirklich durchgebrochen. Aber man hat es da so als Fallback-Lösung, wenn man wirklich mal noch VM braucht. Also auch ein, zwei. Ja, und vor jetzt gut ein paar Monaten bin ich jetzt dann umgezogen und habe jetzt dann mein zweites Lab wieder aufgebaut gehabt. Immer noch mit der Sandy Bridge Prozessoren, also die sind jetzt mittlerweile 7-8-jährige Maschinen und laufen immer noch super flott. Also Webseiten rendern schneller als die VMs, die du bei der einen Hoster bekommst. Und ja, eben Synology ist ausgestiegen und ich habe dringend mal wieder irgendetwas Storage gebraucht, um ein bisschen etwas zu speichern. Hat es halt einen HP Microserver gegeben, jetzt mit ZFS im Z3.2. Und halt so 14 Tera brutto, so 10 Tera netto auch wieder. Und da kann man auch speichern. Und jetzt habe ich eine Dual-Site. Ich habe früher das ganze RZ bei meinen Eltern im Keller aufgebaut, so richtig, wie man es in der Lehre halt macht. Und jetzt habe ich bei mir die Heiz Bern so die Primary-Seite und halt mal so eine kleine Backup-Seite, wo ich jetzt dann mal könnte wieder eine Maschine oder so installieren bei den Eltern im Keller. Das Ganze verbunden via VPN. Für die, die das kleine Rüterli kennen, der Turis Omnia. Das tschechische Rüterli, wo recht viel verändern und umbasteln kann. OpenVPN, Freihaus und so ein schönes Management-Interface basierend auf OpenWrt, wenn ich mich recht entsinne. Hat natürlich eine initiative Glasfaserverbindung drin und dann läuft das eigentlich super. Also die haben Anleitungen dafür. Richtig lustig zum Basteln, wenn man wirklich so sagen will. Oh, jetzt habe ich initiative und ich möchte etwas zusammen basteln. Und eigentlich das Wichtigste, was ich mittlerweile jetzt habe, ich habe auf dem ganzen Zeug auch mittlerweile etwas am Laufen. Und vielleicht kennen das eine oder das andere davon. Also Gitea hat da schon jemand davon gehört. Ja, es nicken ein paar, also ein, die zwei. Das ist ein in Go geschriebener Git-Server, so nach dem Motto GitLab, GitHub. GT. Wo, ja. GT. Ja. GT, für die, die das auf Englisch aussprechen. Und das ist halt recht einfach zum Hosten im Vergleich zu einem GitLab. Man muss wirklich einfach nur das Binary starten, nachdem man es kompiliert hat. Und Go ist recht super zu kompilieren auf so ziemlich allem mit Source-Angaben etc. pp. Von dem her. Ja. Jetzt habe ich es natürlich zum Beispiel gesehen, ja, was habe ich jetzt für Metriken? Ich müsste vielleicht auch mal noch einrichten. Das hat so ein Subix immer so ein Problem. Das muss man ganz viel mit Custom Scripts und Templates und ein bisschen Zeug einrichten. Und ja, bin noch nie dazu gekommen. Was ich auch habe, ich habe einen kleinen Matrix-Server als IRC Bridge, aber auch sonst als Matrix, einen kleinen Home-Server. Hast du dann von Source kompilieren, aber nach dem x-ten, fünften Mal herausfinden, welche Headers dass er jetzt auch noch wieder braucht und welche Libraries, dass man ihm jetzt wieder beibringen muss, dass er vom System soll nehmen und nicht irgendwie selber kompilieren aus also Python-Skripts, hat es dann auch funktioniert. Also es ist ein Pain in the Ass, aber man bringt es an mit einem, so einem Synapse. Und halt auch in einer Zone, dass er
wenn er wirklich an seine Gigabyte Memory braucht, dass er dann halt das auch fressen kann. Aber wenn nichts läuft, dann ist er auch wieder ruhig. Von dem her. Jetzt im Moment geht es noch. Halt ein kleiner SFTP-Backup-Server. Ein paar Leute hat noch ein bisschen Backup-Tage zu wählen von diesen 10 TB, um ein bisschen von seinen eigenen Backups verschlüsseln und dort aufzukehren. Bei mir auch gleich jetzt dann bald beim Kollegen, dass ich auch sagen kann, so, jetzt habe ich wenigstens noch das Backup irgendwann bei meinem Server offsite. Und ja, wer hat es nicht zuhause oder irgendwann gehostet, der Nextcloud. Ich glaube, das hat bei uns im Castle mittlerweile fast jeder. Und niemand gibt es zu. Ja, genau. Das, niemand gibt es zu, dass er eine Nextcloud hat, aber jeder hat sie. Und was ich natürlich auch will, ich kann mal ein CI wählen für ein paar Sachen, die ich öfters will bilden oder ein paar Projekte, die ich halt am Programmieren bin. Wo ich irgendwann kann sagen, so, jetzt lade mal wieder die neuesten Tests drauflaufen oder lade gerade das Deployment am Laufen. Und habe damit eigentlich mit Jenkins geschafft, mit eigenen Scripts, also auch die Custom Pipelines etc. Und das habe ich halt auch im Dollar Work kann ich das auch wieder implementieren wieder. Und von dem her habe ich das einfach auch können nutzen und können sagen, so, jetzt habe ich Jenkins. Auch wenn das Ding RAM frisst bis zum geht nicht mehr, also es ist auch wieder Java. So 2 GB Minimum müsst ihr einfach rechnen im Leerlauf bei dem Ding. Und das ist einfach nur Jenkins Memory so also. Was hast du dich für Jenkins entschieden? Ja, Skriptbarkeit und halt, weil ich es gerade gelernt habe, weil die anderen sind meistens integriert irgendwo mit rein. Und die anderen laufen halt nur auf Linux und ich wollte halt etwas, das auf Illumos irgendeinen Agent hat oder kompiliert. Und wir haben bei OpenIndiana als Paketierungs-CI haben wir auch den Jenkins am Laufen. Und die kommen ja eigentlich auch von den Sun Microsystems mit dem Hudson. Also die sind gelaufen dort drauf und sie haben immer noch gelaufen und es funktioniert eigentlich super. Und was ich natürlich auch habe, ist der Caddy. Der Go-basierte Webserver, der eigentlich noch recht beliebt ist mit so seinen Plugins. Man wirklich auf die Webseite mittlerweile und sogar Plugins zusammenklicken und kompilieren lassen, wenn man es unbedingt fancy will haben. Aber es ist im Grunde genommen ein Go-Binary, das man sich erzeugt mit all den Imports, die man muss machen muss. Und dann nachher kann man sich da ganz einfach so einen Webserver machen, wo so statische Blogs kann hosten kann. Also meinen eigenen Blog auch drauf. What? Jetzt sehe ich es gerade so schnell. Das müsste aber schon längst schon etwas anderes sein. Jetzt sehen wir auch, was ich sehe. Ich bin da die ganze Zeit in der anderen Ansicht. Also eben, dass ihr auch noch seht, was wir da haben. Ja. So, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen reden. Hey, 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 hey. So, eben, der Caddy so als Reverse Proxy auch für den ganzen Zeug drin, weil er automatisches Let's Encrypt hat im Server drin. Also das heisst, man muss nur noch sagen, mach mal HTTPS und das ist meine E-Mail. Und dann macht er einfach Let's Encrypt. Also kein Zertbot und Cronjob oder Zeug muss laufen. Der Webserver regelt es einfach. Und es ist. Ich habe es einmal installiert, ich musste nur noch meine Webseite hinzufügen und der Rest hat er geregelt. Also von dem her, ich bin sehr zufrieden mit dem Auto SSL, was jetzt mittlerweile auch in die Go-Library geschafft haben. Und halt recht geschert wird zwischen all diesen Go-Projekten, die Let's Encrypt machen. Und ich. Ich habe recht froh, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass ein Zertbot noch laufen muss oder so. Danke, sehr wertvolle Informationen für mich, weil ich habe mich bemüht mit Nginx und Zertbot. Und ich wusste nicht, dass Kenny das so genau. Im Startup kann. Ja, also es ist wirklich einfach HTTPS als URL vom VHost eingeben und dann nachher macht das automatisch. Also ich kannte Kenny, aber ich dachte, das ist eher so Dev-Server zum entwickeln. Nein, das ist wirklich ein produktiver Server, der ist recht performant auch. Also okay. Er kommt mit der Performance auch an Nginx an den Loot Benchmarks. Ja, danke für die Info. Ja. Arbeitssparen. Und was ihr vielleicht auch bei euch Arbeit könnt sparen, ist der Mini.io. Das ist eine ganz lustige kleine Applikation und die macht S3 Storage Server.
Und die kann man auch wie so einen Ceph oder so über mehrere Server in so einen RAID-Klumpen bilden, wo sich dann über die verschiedenen Server den Storage ausbalancieren. Und das kann man via S3 ansprechen. Also das heisst, jede Schnittstelle, wo irgendein S3 spricht, also ein QEMU oder irgendetwas, wo AWS spricht, das ist ja S3 ist Amazon, kann man einfach den Mini-IO ansprechen und dann können die Dateien dort speichern. Also Nextcloud kann das ja mittlerweile auch nativ. Das heisst, Nextcloud kann anstelle auf lokalen Filesystemen auch direkt in S3 speichern. Und kann man direkt an den Mini-IO ansprechen und dann ist man nicht mehr auf einen Server angewiesen, sondern man kann es auf mehrere Server auch verteilen. Und das ist eigentlich recht praktisch. Genau wie der Caddy, extrem einfach zum Aufsetzen. Und man muss halt einfach die Parameter einfach richtig eintippen und dann funktioniert es. So, wenn ich jetzt das mache, passiert auch nichts. He? Das muss ich auch machen. So. Und meine Umgebung ist eigentlich, ja, ich habe sie jetzt cool, aber ich habe noch ein paar weitere Basteln, die ich eigentlich dazu will tun. Und was ich halt auch ein bisschen sehe in Zukunft hier im Chaos und umeinander, Föderation ist eigentlich das, was hingeht. Vor allem auch von der Moralität, wo man muss sagen, man kann sich viel besser organisieren, wo hat, dass man Daten hat, wie dass man zusammenarbeiten will, mit wem dass man Notifications will teilen etc. Und man ist nicht angewiesen, irgendeinen Account bei irgendeinem Provider, irgendeinem Internet zu machen, sondern kann sich einfach selber auffahren und kann sich dann connecten. Und ich will unbedingt meinen Blog jetzt mal auf das Write Freely umstellen. Das ist halt eben eine föderierte Blog-Plattform, die auch Mini-Messages aussenden kann für so ein Mastodon. Das heisst, da kann man so seine Federation-Accounts eingeben und sagen, so, wenn ich einen neuen Blog schreibe, dann gerade ins Mastodon noch eine Meldung rausgeben. Dann können die, die mir im Mastodon folgen, auch gerade den Blog-Link bekommen, anstelle irgendwie einen RSS-Feed oder so etwas noch extra müssen zu abonnieren. Und man kann auch gewiss weit Kommentare über das Federation haben, habe ich gehört, oder das Mastodon sogar. Und dann kann man dann irgendwie auch zurücktuten auf die Blog-Notification, dann kommt das als Kommentar, habe ich gehört. Aber man muss mal noch schauen, wie das genau funktioniert. Also das ist noch in Planung. Genauso PeerTube und ImageGoblin, damit man sich halt Images kann verteilen und Videos kann umscheren kann. Also ich so tags auch bei mir kann hosten und bei den anderen kann reinscheren und schauen. Und auch ein grosses Ziel von mir ist mal, einen Mail-Server aufsetzen. Für die eigene Mail. Schieß das auch mal weiter raus, oder? Ja, also für den Mail-Server habe ich eigentlich müssen sagen, so was ich ein bisschen höre, du brauchst einen guten Spam-Schutz und du brauchst die guten Techniken auch geregelt. Also es wird auch vermutlich ein paar Blogposts zugeben, was muss man alles genau regeln, etc. Hast du dir auch mal angeschaut? Ja, es gibt ein paar schöne Lösungen etc. Aber ich will auch irgendetwas, wo ich dann weiss, dass alles geregelt ist. Auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist, aber schlussendlich, wenn du automatisch irgendetwas hast, dann läuft irgendein Skript ab und vielleicht hat es halt einen Bug und dann läuft halt mal wie so ein Zertbot oder so halt mal wieder nicht und dann bist du dann auf einer Liste und dann habe ich am liebsten irgendetwas, was auch wieder so Caddy-mässig integriert ist. Und wenn nicht, dass man es irgendwie kann fertigstellen mit einer kleinen API zu einem Power-DNS, das man machen will, finde ich so. Das nächste, was ich noch herausgefunden habe, das ist etwas ganz Cooles. Das nennt sich VIOS. Oder VIOS, oder wie auch immer das auf Englisch ausgesprochen wird. Und das ist im Grunde genommen Debian, wo so eine schöne Cisco-mäßige CLI drüber hat, wo alle Netzwerkservices eigentlich so richtig mit so einzelnen Kommandos kannst steuern und versioniert. Configs hineinschreiben und Rollbacks machen und so Gespäss. Also du hast dann dort auch so erweiterte Gespäss wie VPN, Dynamic, also Dynamic Mesh VPN, das ist auch ein RFC. Das heisst, du kannst wie Side-to-Side-VPN, wo du aber beliebig viele Knoten aufnehmen und abnehmen kannst, dynamisch wie du willst. Und das ist auch mittlerweile standardisiert und anscheinend im Linux und im Debian drin, als irgendwelche Userland-Software und das VIOS paketisiert das schön als Image zum Installieren in eine VM und damit so coole Sachen machen können. Und dann will ich halt mal ein erweitertes Netzwerk-Setup damit machen, so das als Router mit dem Turbis Omnia zusammen. Und vor allem, was ich auch mal noch machen will,
so ein paar Metriken anfangen zu sammeln für meine Umgebung, so wie viele Leute kommen überhaupt auf meine Webseite und was ist jetzt da überhaupt alles am Laufen von Statistiken. So eine Prometheus oder vielleicht auch einfach eine Datenbank, wo ich Zeug hineinschmeisse, weil ja, jetzt habe ich muss es alles manuell konfigurieren etc. Und ich habe gehört, mit dem Prometheus kann man sich irgendwie so ein bisschen in der Applikation in das Prometheus-Protokoll direkt abfragen, welche Metriken das schon sind und so Zeugs. Und das klingt eigentlich noch ganz lässig. Und vor allem vielleicht kann man sich da auch ein bisschen umsehen und sagen, du, dass ich weiss, wie ich wie fast viele Leute auf meiner Webseite habe und ein bisschen den Gross aushängen zwischen den Leuten im Verein. Kann man ganz witzige Sachen machen. Ja, und zu dem Ganzen habe ich noch zwei eigene Projekte, oder zwei, drei eigene Projekte, die ich noch will anfangen, fertig machen. Und zwar will ich habe ich jetzt einen kleinen Management-Layer geschrieben über die ganzen Zones drüber, wo ich eigentlich Docker-Images abladen und bauen und mit Registries arbeiten. Von dem her kann ich dann einfach sagen, so, ich möchte mal wieder mein Base-Image für mein Gitteam und dann kann ich den einfach auf zwei verschiedene Server installieren. Ich kann dann definieren, wo das Daten hineinschreibt, was backupt werden muss und so Zeugs. Und dann nachher habe ich einfach so schöne Images, wenn ich irgendwie einen Host wieder verliere, kann ich einfach sagen, so, neuer Host, Bootstrappen, dann bist du jetzt wieder Teil von dem Verbund und jetzt gehen dann noch zwei, drei von diesen Images drauf. Ich will nicht direkt können sagen, welche Zone läuft wo und alles manuell richten. Das soll schön alles gescriptet sein. Und ich mache auch noch einen kleinen Vortrag genau darüber, weil ich das auch gesehen habe, mit in Zukunft föderieren, damit man sich auch ein bisschen Ressourcen scheren miteinander. Ich finde, vor allem so wir im Verein, ich habe meine Illumas-Maschine, der andere Kollege hat seine FreeBSD-Maschine. Vielleicht will ich mal ein Programm schreiben, das mal auf beiden soll laufen und kompilieren. Dann wäre es doch cool, wenn ich beim Kollegen halt frage, du kannst du für mich, für den Bildjob oder für irgendeinen Container, der läuft, ein bisschen Ressourcen scheren, damit man das auch testen kann, dass das Programm überall funktioniert. Was soll. So kleine Sachen. Halt eben auch der Kato, der föderierte kleine CI, wo man dann so also Bildschirms untereinander scheren kann. Und ich habe mir jetzt einmal noch überlegt, wenn ich dann irgendwie noch ganz wahnsinnig wird, könnte man das GPG-mäßig, was wir amigs so mit Keysigning oder so machen, vielleicht sogar auch anfangen untereinander austauschen, so Federation Messages. Aber ich weiss nicht, ob das überhaupt eine gescheite Idee ist oder nicht. Ich habe jetzt das einfach mal als Idee aufgeschrieben. Vielleicht mache ich es dann mal und dann kommt irgendjemand, du, das ist komplett unsicher und dann bleibt es halt liegen. Aber ja, so soll es auch sein mit irgendwelchen Privatprojekten. Irgendwie muss man halt dann mal etwas ausprobieren. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen Überblick gegeben oder ihr habt wenigstens mal noch ein bisschen Fragen oder so, was ich da die ganze Zeit auch mache. Bei mir daheim im Job oder im Space, wenn ich wieder am Programmieren bin. Und ja, offen fürs Publikum. Danke fürs Zuhören. Hat noch jemand eine Frage? Jo. Du hast bestimmt ZFS drunter liegen, oder? Ja. Kannst du da was, also Verhältnis an zu Terabyte sagen, was es da braucht? Das kommt recht darauf an. Illumos selber hat eine recht gute Integration. Von dem her, wenn du wirklich nicht viel drauf am Schreiben bist, kannst du auch mit ein paar Megabyte auskommen. Also, es kommt wirklich auch darauf an, für was du das brauchst. Was wirklich viel RAM braucht, ist der Cache. Also wenn du sagst, du willst all deine Daten auch in Memory vorbehalten für schnellen Access, musst du halt entsprechend Memory reservieren. Was auch viel noch hast, wenn du viele Daten schreibst, dass du halt auch das Memory kannst brauchen als Schreibcache. Und was natürlich auch noch ist, wenn du Deduplizierung machst, dann brauchst du unbedingt Memory, weil dann muss er sich in Memory vorbehalten, oh, welche Datei habe ich jetzt dupliziert in diesem Dataset. Und machst du Deduplizierung? Nein, ich habe nicht viele Daten, die das braucht. Vor allem, ich arbeite mit den Zonen auch über mehrere Datasets und über mehrere Datasets kannst du nicht duplizieren, von dem her, das bringt nicht viel. Dort kannst du zum Beispiel mit Snap Clones arbeiten, also dass du Space Image hast und dann einfach davon clonst und dann hast du nur noch Differenz, die du brauchst.
Aber da will ich zuerst mein Management-Layer haben, der das dann automatisch im Hintergrund macht, weil sonst muss ich es immer manuell aufräumen. Und dann kann ich das eine Image wieder nicht stoppen, weil es mal von einem früheren Template war und so weiter und so fort. Spielt sich das dann auf der Ebene von dem Storage-Server, den du erwähnt hast, der Mini-IO? Nein. Was ich mit der Zone gemacht habe, jetzt vor allem jetzt beim Neuen, genau. Also die Zonen laufen eigentlich direkt auf diesen Sandy Bridge Maschinen und die haben auch Local Storage, also die Zonen laufen auch wirklich immer lokal. Ich empfehle es nicht über das Netzwerk zu machen, schlicht und einfach wegen der Latenz. Egal wie kurz das die Verbindung ist, egal wie schnell das Ding ist. Sobald du über das Netzwerk gehst, hast du wieder einen zusätzlichen Layer und Latenz drin. Und ich habe wirklich, also ich habe es mal gemacht mit Icecasi und Pools. Ich habe gemerkt, es ist einfach extrem langsam. Es ist viel zu langsam, es ist unangenehm zum Arbeiten damit. Die Zeiten haben viel zu langsam geladen, Überlastungen sind da gewesen. Und mit Local Storage und einer guten SSD geht das und der Storage Server dient als Backup-Target im Moment. Ja. Du hast nicht so irgendwie am Laufen wie ein Config-Management? Also musst du alles selber konfigurieren? Jetzt im Moment noch ja. Also ich plane vielleicht noch irgendetwas drin zu tun. Halt eben, wenn ich für die dritte Cloud habe, habe ich auch eine kleine Kontroll-VMs oder so, wo ich auch irgendeine so eine Puppet oder was weiß ich was will laufen lassen. Wobei ich kein Puppet will, weil der ist mir immer. Also das Ding ist mir zu kompliziert, muss ich sagen. Ansible. Ja, das ist die andere Variante, wobei ich dann halt mit dem Management Layer auch dort bin. Ich habe Tar-Images, wo das schon alles drin ist und die gehen einfach irgendwann mit ins Feldsystem rein. Und habe das dort schon abgeregelt, das meiste. Und wenn da wirklich irgendwelche spezifischen Sachen sind, habe ich Go-Services, die das meistens eh nicht kümmert. Wo ich die Config-Files einmal schreibe und dann lohnt es sich dann nicht mal ein Ansible zu machen. Von dem her vielleicht irgendwie mal etwas, aber ja, im Moment langt es mir eigentlich, indem ich GZ-Files, also Docker-Images, nehme, alles dort rein paketisiere und die einfach immer mal wieder bilde. Wie kriegst du die Docker-Container sicher? Also ich habe mich lang damit beschäftigt, wie ich mir zum Beispiel mal die Base-Images selber baue und so weiter. Also da gibt es ja recht viele Artikel drüber, wie, was für ein Haufen Vulnerabilities die Standard-Container haben, die du auf Docker runtersaugen kannst. Also zum einen habe ich mal den Vorteil, ich habe nur eine wirkliche Distro, die es gibt. Also wenn es irgendwie Vulnerability-Fixes gibt, dann gibt es ein Git-Repo, das updated wird, das man muss neu bauen muss. Und das wird auch alltag neu bauen. Von dem her, wenn ich irgendwie Vulnerabilities erkenne, die irgendwie bei uns gibt, können wir das auch einsehen. Wir haben generell auch weniger in meinen Lumos-Sinne. Und zum anderen haben wir halt wirklich den Unterbau von Zones, wo, also ich empfehle auch das Whitepaper von Zones noch zu lesen. Es ist wirklich eine sehr harte Sicherheitslevel, die Zones. Also die Zones an sich, ich behaupte jetzt wirklich mal, es ist sicherer als VMs. Und es gibt auch, wenn wir Zones einsetzen, setzen wir eigentlich so VMs innerhalb von der Zone ein, damit wir, wenn wir Ausbrüche aus der VM haben, die Leute nicht aus der Zone rauskommen. Das wollte ich gerade fragen, dass jetzt die Zones sind in den Docker, das muss man ja fragen. Die Zones sind in den Linux mit den Zones im Docker-Container drin oder der Docker-Container in den Okay, so. Zonen sind der Docker-Container sozusagen. Ja, okay. Also Docker-Sachen, die ich brauche, sind wirklich nur Management-Standards. Also das heisst die JSON-Files, die TargetZ-Standards, die sie gemacht haben und wie das man muss konfigurieren im JSON, das ist auch ein Standard, den sie gemacht haben. Nennt sich ja Open Container Infrastructure Standard Specification irgendetwas, OCI. Oder OCI, oder es gibt auch wieder komische Aussprachweisen, die englischen dort. Und die ist eigentlich Grund nach JSON und TargetZ-Files, die vorgeben, was muss wie konfiguriert sein von den Ressourcen her. Und dann nachher muss ich nur noch die XML-Files daraus generieren, die wir für die Zone haben. Und dann nachher kann ich das den Standard-Frameworks übergeben, wo wirklich alles super regelt. Ich habe keine Daemons, die ich im Global muss laufen lassen. Ich könnte es auch entsprechend in einer Zone machen, wo andere Zones konfiguriert, wenn ich das richtig mit den Permissions setze. Also von dem her, das kann man auch extrem fest erweitern, dass wirklich nichts muss auf dem Global laufen lassen, außer dem Kommando, wo die Zone startet. Hast du deine
gibt es auch ein Update oder tust du neues Deployen, also wenn du sozusagen das Base-System updates? Im Moment updaten und sobald ich den Management Layer super deployed habe, sollte es neu deployen sein. Und eben, das ist auch der Vorteil, weil das Base Image ist dann sein eigenes Dataset und die einzelnen Volumes sind ihre eigenen Dataset. Das heisst, ich muss nur das Base Dataset einfach austauschen, wieder einen neuen Clone vom Base Image erstellen und dann nachher kann ich einfach das wieder anbieten. Ich könnte es theoretisch, wenn ich es mal noch anbringe, dass dann das Illumos nicht mehr auf bestimmte Pferde muss zugreifen, wenn ich die mal weiss, dann kann ich dann sogar sagen, dass Base Image ist read-only. Also es gibt sogar bestimmte Pferde, wo ich kann sagen, die sind direkt read-only. Zum Beispiel das Last User. Das wird nicht updated in dieser Zone. Punkt. Die Liste, wo du meintest, das kommt noch, ist das wirklich alles bei dir? Also ich habe so ein Infrastructures Markdown-File in meiner Nextcloud. Und das wird von Woche zu Woche länger. Man stößt ja jede Woche beim Lesen so über bestimmte Projekte und denkt, ach, das ist ja interessant. Haben Sie dann immer dein Structure? Ja, ich habe mir jetzt wirklich mal vorgenommen, dass die Liste eigentlich klein bleibt. Also das ist jetzt wirklich das, was ich jetzt mal sage, das kommt jetzt. Und da setze ich mich jetzt dann einmal dahinter. Und die Cloud Layer etc. Hat auch schon jetzt wieder Zeit gefressen. Ich bin jetzt seit Ostern da, den eigentlich am Schreiben. Und es ist jetzt im Moment so weit, ich kann es mal einsetzen für Single-User- und Single-Host-Sachen und muss es jetzt noch flicken, damit ich es auch wirklich kann deployen kann und nicht einfach irgendwie noch 10 Bugs drin haben, irgendwie im falschen Netzwerk landen oder so. Spaß. Wusstest du das Zeug auch für deinen Namen? Im Moment nicht mehr. Es kommt vielleicht dann mal wieder. Weil gerade so Nextcloud und Apps, das kann dann schon noch recht pain in the ass sein, wo das Zeug. Also es läuft besser als noch ohne Cloud, das muss man sagen, aber es ist schon noch ein echtes Gefickel. Ja, ich kann auch sagen, mit bestimmten Apps fange ich mir gar nicht an, so Online Office oder so. Das ist dann einfach nur noch das Gefickel. Wie lange hast du gebraucht, um Synapse-Server, also was ja Matrix aufgeschrieben hat, den Synapse-Server zu machen. Genau. Also ich denke mal, du hast wahrscheinlich Synapse gepostet, oder? Ja, ist eine Synapse. Ist da auch ein Sonntag drauf gegangen? Ja, ja. Okay. Wenn ihr es auf Linux macht, auch nicht. Es ist wirklich nur die ganzen C-Sachen, die der Python muss inkludieren muss. Also Libsodium und so Zeugs, die wirklich auf Illumos und anderen Pferden wieder sind. Oder die Include ein bisschen anders ist, als die Python-Skripts das gerne hätten beim Kompilieren. Und dann meint er, oh, ich muss jetzt das gerade nochmal abladen und gerade nochmal kompilieren. Und oh, ich kann es nicht kompilieren, weil ich irgendeine komische Version abgeladen habe. Ja. Ja, also ich habe es in ein VNF da, ich kann das entsprechend einfach updaten, das VNF oder wie man das halt handelt und von dem her. Es sollte eigentlich noch recht gangbar sein auf Linux. Also, ja, Your Mileage ist vermutlich besser als die, die ich jetzt durchhaben müssen. Ich habe nur gesehen, was da alles zu installieren ist und dachte, oh Gott. Okay, also ich habe. Ich doch bei einem iJavaDI. Also ich habe wirklich nur ein Pigpack installieren und der hat die Dependencies eigentlich abgezogen. Also über Pip sagst du? Ja, über Pip. Kein DNS eigentlich? Noch nicht funktionierend gebracht. Ich habe mal mit PowerDNS experimentiert. Aber ich möchte das ein bisschen schöner gemanagt haben, dass ich da auch irgendetwas mache, wenn ich etwas mache. Bis jetzt habe ich das einfach bei den Provider, wo ich das habe. Mit Wildcard-Eintrag oder normalen Eintrag, wo ich das brauche. Also die Domains auch über Caddy? Also ja, Domains, wo ich dann an ziele per Default so oder so auf der Caddy, weil ich im Moment nur noch IPv4 habe. Und kann ich halt nur ein Port-Forwarding wirklich machen von Port 80 und Port 443. Und zieht halt alles auf der Caddy und dann habe ich mal gesagt, Stern zieht mal auf der Caddy. Und der Caddy macht dann alle V-Hosts. Also danke, ich habe auf alle Fälle drei Sachen mitgenommen jetzt.
Das ist ja gut. Mini OS, das wird noch mal geben. Dann gut. Gibt es einen Grund, warum der Kelly irgendwie anscheinend, vielleicht bin ich auch falsch, aber im professionellen Umfeld eigentlich nicht so bekannt ist, wenn er so toll ist? Weil wer konfiguriert schon gerne Nginx? Ja, und dann kommt, ich habe mein Ansible. Nein, es kommt vermutlich auch nicht darauf an, im professionellen Bereich kenne ich es eher, dass die Leute sagen, ich kenne halt das schon. Und der Caddy ist etwas Neues. Nein, es ist wirklich jung. Es ist wirklich jung. Es ist wirklich mit Go, das ist 15, 14, wo er wirklich mal Version 1 oder überhaupt programmiert worden ist. Mhm. Also das ist wirklich jung und es ist auch wirklich auch super. Es hat auch, wenn man das direkt runterlässt, noch irgendetwas wegen der Lizenzen ein bisschen rum, weil sie halt doch ein bisschen mehr MIT teils auch proprietär könnte gehen. Und was aber auch ist, das Ding hat so viele Plugins, die Applikationsfähigkeiten bieten, also Lua-Scripting oder so Zeugs, dass sich das Ding auch viel mehr als Applikationsserver durchsetzt. Und was halt auch noch ist, in der wirklichen Cloud-Umgebungen, wenn es geht um Kubernetes oder sonstige dynamische Sachen, dann setzt sich auch der Traffic sehr gut durch. Das ist wirklich extrem Reverse Proxy ausgelegt. Das hat keine Plugins oder so. Aber das macht so, das deckt alle Reverse Proxy Fälle ab, die es also gibt. So eher so eine HH Proxy mit dynamischer Konfiguration. Kann Konfiguration des Kubernetes auslesen und so Zeugs. Und hat auch die entsprechenden Fähigkeiten von KDE mit AutoTLS. Weil das ist geshared zwischen denen. Halt in der, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile Standard Library ist sogar. Mit im Go mit dem Zertbot. Also wir haben dort so einen Zertmanager in der Standard Library. Das müsste, glaube ich, Stacy, wo beide scheren. Wie sieht es aus mit Firewall und DMZ? Was gibt es da für Hardware oder Services, wo du am Laufen hast? Ich könnte eigentlich etwas mit der Touris Omnia machen. Also könnte ich dort einen DMZ-Teil einrichten, wo ich noch ein paar Sachen drin habe. Aber dann müsste ich irgendwie schauen, dass ich weitere Netzwerkkarten in meine Hosts einbaue. Das habe ich bis jetzt noch nicht angefasst, auch weil halt die Dinge halt ein bisschen älter sind und vielleicht nicht mehr komplett neu oder so, wenn ich so etwas anlange. Das VIOS an sich ist natürlich auch komplette Router und Firewall-Distro. Also es ist natürlich wie ein Debian IP-Tables drin. NF-Tables, glaube ich, sogar schon. Und dann kannst du auch mit dem CLI direkt Zonen definieren, Rules definieren, Port Forwards definieren, etc. pp. Und wenn ich dann vielleicht irgendetwas Virtual Networking aufsetze mit VXLAN oder so, wenn ich das mal super am Laufen habe, dann wird vermutlich so ein VIOS irgendwann mal die Management-Zone dann bilden. Und dann hat dann ein VXLAN, wo halt ein DMZ in der Stadt, wo auch direkt kontaktiert wird. Und dann nur die dürfen das kontaktieren oder so. Das kann man sich dann verbasteln, wie man will, mit dem Virus. Ja, nice. Ja, Dankeschön. Ja? Also Zappings, das ist recht heit im Moment. Also, es ist skalierbar und alles Mögliche. Es gibt recht grosse Konferenzen, habe ich schon gesehen. Es ist recht verbreitet so im professionellen Bereich. Und du sagst aber eben, ich bin Prometheus, es ist geil. So. Also, was ich, also Prometheus muss ich halt wirklich auch mal noch sauber ausprobieren. Aber was ich auch gesehen habe, so wie ich das richtig gelesen habe, im Protokoll von Prometheus kannst du halt eben auch Discovery Metrics direkt von der Applikation mitgeben. Das heisst, du musst nicht eine spezielle API wie bei Zabbix aufrufen, um automatisch Metriken in den Monitoring Server zu bekommen, sondern du hast ein standardisiertes JSON-Format, das auch mehrere Monitoring-Systeme supportet, wo du einfach kannst publishen auf einem HTTP-Endpoint mit einem Microservice oder irgendetwas. Und dann können die Services einfach bei dir abfragen, hey, was hast du für Metriken?
Was muss ich bei mir einbauen? Ja, also wenn wir noch Fragen haben, fragen wir jetzt, sonst würde ich dann mal sagen. Genau, wir haben noch 4 Minuten zum Fragen und sonst würde ich mal sagen, weil dann wir den nächsten Aufhören. Danke.